Ey, fucking Schule, ey. Ey, Romina, ey, ich hab echt keinen Bock mehr. Ey, wir haben jetzt nochmal so viele Tests geschrieben vor Weihnachten. Das ist alles voll anstrengend. Hey, echt jetzt oder wie? Ja, Erdkunde haben wir heute rausgekriegt. Hab ich eine 6. Ey, nicht wirklich. Ja, der wollte aber auch voll die blöden Sachen wissen. Irgendwas mit Myanmar oder so. Oh, wie scheiße ist das denn? Ey, ich mein, was bitte ist Myanmar? Irgend so Wellebad wahrscheinlich. Ja, aber wo? Ey, ich mein, es gibt Vitamar, Miramar, Montemar. Vielleicht ist Myanmar so ein neues Wellebad in Hanau. Ey, echt jetzt oder wie? Ja, keine Ahnung. Ich hab's halt hingeschrieben. Und dann, ey, ne, dann war noch so eine Frage, was die im Myanmar für eine Wirtschaft hätten oder so. Wie scheiße ist das denn? Ja, krass, krass, oder? Woher soll ich denn das wissen? Ich war da ja noch nie. Ich hab halt gedacht, ich in so ein Kiosk werden zu haben mit Pommes und Bratwurst. Hab ich 0 Punkte drauf gekriegt. Ne? Und dann kam ja schon der nächste Schock, ne? Weil der hat mich dann abgefragt über die letzte Stunde, ne? Dass ich eine Chance hätte, meine Note zu verbessern oder so. Hey, echt jetzt oder wie? Ja, und das habe ich dann auch übelst versaut, ne? Obwohl ich eigentlich alles gewusst habe. Ne? Ey, ich meine, der wollte so Hauptstädte und so wissen, ne? So ist ja eigentlich voll easy. Ich meine, so die Hauptstadt von Frankreich ist Paris und von Österreich ist Tirol, ne? So Zeug. Aber dann, ne, dann sagt er, ich soll mal alle Hauptstädte aufzählen von den Bundesländern, wo im Süden von Deutschland sind oder so. Hallo? Ja! Und das war halt mein Problem. Also, weil ich hätte die schon alle gewusst und so, aber ich wusste nicht mehr, wo Süden ist. Aha. Ja, was muss der auch die Frage so blöd stellen? Ich meine, hallo? Ey, woher soll ich wissen, wo Süden ist? Norden, Süden, Osten, die ganzen Himmelsrichtungen da, ne? Das haben wir mal in der Grundschule gelernt. Das ist Jahre her. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Und der darf beim Abfragen ja eigentlich nur was über die letzte Stunde fragen, ne? Und nicht so Zeug von vor zig Jahren. Ja, das geht ja wohl mal gar nicht. Boah, was ein Stress alles. Geschichte heute lief auch nicht so doll. Aber da konnten mir sich manche Fragen wenigstens erschließen, ne? So mit logischem Denken und so. Ey, echt jetzt, oder wie? Ja, ne, da war so eine Frage, wann der Kalte Krieg war. Hallo? Ja, ich auch so, keine Ahnung, aber so wie er schon heißt, war er wahrscheinlich mal irgendwann im Winter. Ja, das hab ich halt so hingeschrieben, ne? Dass die beim Korrigieren halt sieht, dass ich mitdenke und so. Ja, für die halbe Punktzahl könnte es vielleicht langen. Naja, und dann in der letzten Stunde noch Kunst, ne? Da hatte ich auch 0 Plan. Ey, da war so eine bescheuerte Frage, ne? So, warum ist Goya so bedeutend oder so? Oh, wie scheiße ist das denn? Ja, ich so, ey, was ist Goya? Ne? Und dann denke ich so, Goya, ey, das ist doch die Hippie-Insel da in Indien, ne? Wo der Aileen ihren Vater mir mal von erzählt hat, ne? Der wäre da gewesen vor 30 Jahren oder so und da wäre alles orange gewesen. Die hätten da voll gechillt und so. Ey, echt jetzt oder wie? Ja, und die hätten da so voll die krassen Drogenexperimente gemacht mit DSL oder so. Und ganz Goya wäre auf DSL gewesen. Oh, wie scheiße ist das denn? Der Vater von der Aileen, ey, der heißt übrigens Arnold mit Vorname. Hast du's gewusst? Nicht wirklich. Krass, oder? Arnold. Hä? Ja, und? Ey, Romina, du checkst's nicht. Arnold, überleg doch mal. So darf man doch heute überhaupt keinen mehr nennen. Ey, wegen dem Arnold Hitler. Ach so, ja. Das geht ja wohl mal gar nicht. Naja, egal. Jedenfalls fällt mir dann ein, ne, die hieß anders, die Insel da, die Hippie-Insel, was weiß ich, Gomorra oder so. Auf jeden Fall war das nicht Goya. Ey, echt jetzt oder wie? Weil Goya ist nämlich was ganz anderes, weil das war doch mit den Ägyptern oder so, ne? Die haben doch da mal so ein krasses Pferd geschmiedet, so voll das Riesenteil. Oh, wie scheiße ist das denn?
Oh, ja, das hat man halt so gemacht damals. Und das Teil, ne, das heißt Goyanisches Pferd. Weil, das haben die dann in so eine Stadt geschleppt und die hieß Goya. Ey, echt jetzt, oder wie? Ja, das war Goya, ohne Scheiß. Ey, Romina, ey, ich bin echt froh, dass mir wenigstens das noch eingefallen ist. Dankeschön. Vielen Dank.